Ist der Platz hier einigermaßen okay? Weil wenn ja, dann drehe ich jetzt dieses Video. Erstmals, hello, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seht, ich bin hier in meiner leeren Wohnung. Hier ist noch absolut gar nichts. Hier gibt es noch nicht mal Strom. Ich wollte eigentlich bei einer Kamera filmen, bis ich drauf gekommen bin. Ich kann sie hier doch nicht mal laden, weil ich hier noch keinen Strom habe. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt so eine gute Alternative ist und eine Lösung ist. Aber das Handy, also die Qualität vom Handy ist eh relativ gut. Heute gibt es auf jeden Fall einen dicken, dicken Haul. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass ich hier einfach am Boden sitze. Wie gesagt, ich habe hier noch nichts. Der Boden ist auch extrem kalt, deswegen sitze ich gerade auf meiner Weste. Aber naja, ich wollte euch unbedingt die neuesten Sachen zeigen, die es gerade bei Zara gibt, bei Bershka gibt, bei Stradivarius war ich auch. Und die haben richtig schöne Herbstsachen. Ich liebe generell Herbst. Deswegen würde ich sagen, rede ich gar nicht lange drum rum und zeige euch einfach die Sachen. Ich verlinke euch wie immer alles unten in der Infobox. Ein paar Sachen habe ich bestellt, ein paar Sachen habe ich in Mallorca gefunden, das ist auch Mallorca. Und gestern war ich dann noch in Graz und da habe ich dann auch drei Teile gefunden. Ah ne, das erste Teil habe ich auch schon an. Das ist dieser Hoodie hier. Den gibt es in vier verschiedenen Farben bei Zara. Und ich habe mir den gestern nachgekauft, weil, ich stehe mal ganz kurz auf, ich habe nämlich schon die Hose davon und das sieht im Set angezogen richtig nice aus. Ich ziehe jetzt einfach random Sachen raus und zeige die euch dann. Dieser Body, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf Instagram werden mir manchmal so Sachen vorgeschlagen von Mädels und daneben wird dann angezeigt, also so Outfits angezeigt, so Outfitbilder von Mädels. Und daneben wird dann angezeigt, wo man das Teil finden kann. Zum Beispiel steht dann die Artikelnummer daneben oder es gibt einen Link oder irgendwie sowas. Und ich habe so lange diesen Body gesucht, den gab es auf Mallorca nämlich nicht. Und online habe ich dann irgendwie dann doch nicht bestellt, keine Ahnung. Und gestern habe ich den einfach in Graz gefunden. Ich hatte die Sachen, also die meisten Sachen noch gar nicht an, weil ich die euch zuerst zeigen wollte. Dank Instagram habe ich mir den nachgekauft. Dann habe ich mir sehr, sehr viele Pullis gekauft, weil ihr wisst, ne, Herbst. Ist gleich kalt, ist gleich bald Winter, ne? Deswegen musste direkt dieser Rollkragenpullover mit. Ich mag so Rollkragenpullover nicht so gerne, weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich den anhabe, sieht es aus, also ich kann es euch hier zeigen, als hätte ich keinen Hals. So wisst ihr, wie ich meine. Und deswegen feiere ich das nicht so, aber er ist halt so ein bisschen alles warm und ich habe halt einen gebraucht so. Also das ist gebraucht, aber ich fand ihn halt auch irgendwo schön. Den gab es auch noch in Rot, den habe ich in Rot auch noch gesehen, aber ich finde, so ein schwarzer Pullover passt überall richtig gut dazu. Deswegen einmal der hier. Dann habe ich direkt noch einen geholt, den zeige ich euch auch direkt. Da habe ich sogar auf Instagram so eine Abstimmung gemacht, ob ich den nehmen soll oder nicht. Und die meisten haben mir doch ja gestimmt. Deswegen haben wir den dann doch auch mitgenommen. Das ist dieser braune hier. Finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist voll auch meine Farbe. Ich liebe Brauntöne oder Beige-Töne generell. Also, das ist einfach Liebe. Was habe ich hier noch? Ah, okay. Es war klar, es war so klar, immer wenn ich zu Zara gehe, kommen mindestens ein oder zwei Basic Tops mit, obwohl ich die eh schon gefühlt fünfmal zu Hause habe. Aber ich liebe die einfach. Also nicht in diesem Schnitt, aber halt so ähnlich. Ich musste mir einmal ein weißes Basic Top mitnehmen. Ich liebe halt einfach den Stoff von denen, weil die so weich sind. Du kannst die mit so vielen Sachen kombinieren. Du kannst sie zu allem anziehen. Du kannst sie auch unter Pulli anziehen, wenn dir dann noch kalt ist. Also von so Tops kriege ich auf jeden Fall nicht genug, deswegen einmal hier in weiß und das gleiche habe ich noch in grün zu Hause und ich habe mir gestern noch ein schwarzes gekauft. Das durfte natürlich auch nicht fehlen. Ja, ganz basic, aber cute. Ein Top habe ich hier noch von Zara, dann machen wir weiter mit den anderen Sachen. Das hatte ich tatsächlich einmal schon an. Das ist ein. Ist auch ein Basic Top, ich weiß, aber es ist ein bisschen anders, vor allem mit diesem Muster da drinnen. Finde ich einfach schön. Das Ding ist, wenn ich abends die Sachen zeigen würde, dann würde ich denken so, Sarah, du hast die Sachen doch schon. Aber ihr seht zum Beispiel, das ist nicht gleich wie das andere. Das hat einfach so ein paar mehr Details, würde ich jetzt sagen. Ja, bevor ich es vergesse, zeige ich euch einfach noch die Tasche, die ich mir bei Stradivarius. Ich habe mir einfach so eine Tasche geholt, einfach so für jetzt zum Beispiel, wenn es schnell gehen muss und ich einfach ein bisschen mehr Platz in meinen Taschen brauche. Aber meine Taschen, die ich so habe, da ist einfach kein Platz drinnen. Und ja, die ist jetzt schön groß, wenn ich irgendwo hin muss, schnell, da schon so dran zum Sport oder bin ich in Therme gehe oder sowas, finde ich eigentlich ganz nice. Deswegen einfach mit Stradivarius. Und
Bershka einfach keine schönen Sachen nicht. Also ich habe nichts gefunden, also wirklich gar nichts. Und jetzt ging ich, auf Mallorca war das, ging ich da rein und Leute, ich hätte den ganzen Laden gefühlt aufkaufen können. Also aktuell richtig schöne Sachen. Diese Jogginghose, die ist von Naked, aber die habe ich einfach so mitgenommen, weil ich maybe noch ein paar Tanzvideos hier drehen möchte mit einer Freundin. Mal schauen, ob das was wird, weil jetzt ist die Wohnung noch so schön leer und dann kann man die Fläche zum Tanzen benutzen. Und wenn ich dann wiederkomme, ist dann schon die Küche drinnen und alles. Also deswegen muss ich es jetzt, also möchte ich es jetzt machen. Jetzt kommen wir zu diesem Pulli, wonach ich wirklich schon die ganze Zeit gefragt wurde. Der ist von Bershka. Ich liebe den wirklich, weil der ist, also ich habe mir den extra eine Größe genommen, also eine M ist das. Normalerweise trage ich so Pullis, eine S oder so, aber ich wollte den extra nochmal oversized haben, dass der richtig schön locker sitzt und den gibt es auch in so vielen verschiedenen Varianten. Ich hole mir safe noch eine andere Farbe oder eine andere Variante, weil im Winter Hoodies, also generell Hoodies ist einfach Liebe, also ich liebe Hoodies einfach. Mit Kapuze, ohne Kapuze, egal, Hauptsache. Er ist oversized und warm. Also diese Hose, das war so lustig. Also ich wollte eigentlich schon gehen und beim Rausgehen hing eine einzige Hose, so random, die gehört nicht heute dazu. Es war einfach so random irgendwo reingesteckt. Diese Lederhose. Und genau in meiner Größe. Und das ist so mein Stil. Es ist eine Schwarzhose, aber in Lederoptik. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich brauche die auch noch. So sieht die aus, aber wie gesagt, in Schlaghosenoptik. Seht ihr die ganze Hose? Genau, das ist eine Größe S. Da habe ich auch gar nicht was. Ich probiere meistens die Sachen nie an, also eigentlich nie. Und deswegen dachte ich mir so, komm. Bei Hosen ist immer ein bisschen kritisch, also bei Oberteilen probiere ich sowieso nie an. Jetzt habe ich gelernt, Hosen doch vielleicht eventuell anzuziehen, weil einfach Hosen teilweise anders geschnitten sind. Manchmal brauche ich zwei Nummern größer, zwei Nummern kleiner, das ist so unterschiedlich. Deswegen hätte ich die eigentlich anprobieren sollen, aber die hat einfach perfekt gepasst, deswegen einfach. Glücksgrill. Ah ne, das zeige ich euch gleich, weil das ist auch ein Stradivarius, das habe ich voll vergessen. Dann habe ich mir zwei von diesen Hosen hier mitgenommen. Also die habt ihr bestimmt schon vielleicht irgendwo gesehen auf TikTok, Instagram. Die sind ja gerade auch sehr, sehr begehrt, würde ich sagen kann. Das ist eine Low-Waist-Hose, das war jetzt nicht so meins, weil ich trage nur Low-Waist-Hosen, wenn man die dann halt wieder nach oben schieben kann. So ist jetzt, dass man die auch als High-Waist tragen kann. So. Und die kann man nur als Low-Waist tragen, deswegen war ich mir so unsicher, aber ich fand die letzten Endes doch schön. Deswegen habe ich mir die einmal in Schwarz mitgenommen und natürlich auch die Farbe. Die habe ich aber noch nicht an. Das ist so ein Grün, würde ich sagen. Ja, das ist wie gesagt 1:1 die gleiche, nur halt in einer anderen Farbe. Das war auch wieder mal so ein richtig random Griff in die Ecke. So, weil also das sind auch wieder so einzeln. Und ich dachte mir so, Glückstreffer, weil das ist auch eine Größe S, ne? Und ich fand den Rock, das gibt mir voll diese Büro-Vibes, wisst ihr, ich meine, wenn man so morgens ins Büro geht, ein bisschen Kaffee, so Vibes gibt mir der Rock irgendwie, deswegen, ja, keine Ahnung, da schon zu kommen, ich mache jetzt auch mal so auf Schick und sowas. Und jetzt kommen wir zu einem, also man kann es einzeln kaufen, ich habe es dann als Set gekauft, das habe ich von Stradivarius, und zwar ist das. Das gibt mir Paris-Vibes, Leute. Das gibt mir definitiv Paris-Vibes. Das ist so eine Schlaghose, was auch sonst. Ist auch High-Waist. Und jetzt müsst ihr das euch mit dem Top ansehen. Das sah so schön aus, das habe ich auch gefühlt. Genau, das ist das Top dazu. Also, ihr werdet es eh hier irgendwo angezogen sehen. Aber wie schön ist das bitte? Ich fand das so toll, weil das auch ein bisschen was anderes ist. Weil ich bin ja eher so. Also ich liebe Basic-Sachen einfach, deswegen trage ich eigentlich meistens, wie ich hier zum Beispiel sehen könnt, nur so Basic-Zeugs. Aber ich kombiniere die dann auch so mit der Weste oder sowas. Und deswegen dachte ich mir so, komm, ich war ein bisschen was anderes. Das war alles, was ich mir gekauft habe. Das sind meine Haarlose. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle Sachen unten in der Infobox, dass ihr das, wie gesagt, danach schauen könnt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen, trotz dem schlechten Ton vielleicht, oder dass ich hier im Boden sitze, anstatt zu kommen. Es ist besser als kein Video, weil ich euch unbedingt auch die Sachen zeigen möchte, weil ich habe jetzt auch die nächsten Tage nicht so wirklich Zeit. Ich wollte das Video dann vielleicht irgendwie danach drehen, aber ich habe gesagt, so komm jetzt, weil Armin und ich ziehen jetzt das nächste, also das Video online ist, den Tag oder zwei Tage danach auch schon in die neue Wohnung in Deutschland ein. Also zusammen ziehen wir auch in eine andere Wohnung. Und ich habe noch nichts gepackt. Das Lustige ist,
Leute, ich habe noch nichts gepackt. Am Montag kommt, also wir haben so ein, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also so ein Lieferdienst. Oh Gott, das ist so gerade so peinlich, ich weiß nicht, wie das Wort heißt. So ein Lieferdienst, der die Möbel von der einen Wohnung zur anderen bringt. Oh mein Gott. Und die sind am Montag da und ich habe noch nichts gepackt. Die nehmen auch den Kleiderschrank mit, die nehmen das Bett, also die nehmen alles mit. Okay, nicht alles, weil ich weiß nicht, was wir mit der Küche jetzt machen und mit dem Essdings, weil die Wohnung deutlich kleiner ist, wo wir es hinziehen. Aber der Kleiderschrank kommt auf jeden Fall mit und die Sachen sind noch nicht draußen. Deswegen, und ich komme morgen auch erst, also wenn das Video online ist, komme ich auch irgendwie voll spät erst in Deutschland an, weil ich ja mit dem Auto fahre. Also das wird echt stressig. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber ja, ich würde sagen, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich.